Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, das ist die erste Aufnahme mit dem Speedfight 2, die erste Onboard-Sicht. Und ich kann jetzt schon sagen, Speedfight 2 fahren ist was komplett was anderes wie die anderen Roller. Okay, jede Roller hat so Besonderheiten, aber man merkt halt, wenn ich jetzt mal als cooles Beispiel den Explorer Race oder Explorer Speed nehme oder die Roller davor, ist es ein Unterschied, auch wenn man sich auf dem Speedfight hockt. Ja. Beim Speedfight fühlt man sich einfach pudelwohl und ich finde auch für meine Größe von 1,75 m ist das Speedfight genau perfekt geschnitten. Wie ein Maßanzug, so kann man das sagen. Also ich bin begeistert. Ja, ein Erfahrungsbericht kommt noch und es braucht ein bisschen Zeit noch. Ja, in dem Video soll es gehen über die History oder da die Geschichte vom Peugeot Speedfight. Und ja, fangen wir mal an. Angefangen hat's ja, mit dem Speedfight 1. Der ist 1997 auf den Markt gekommen. Speedfight 1 und 2 sehen sich ähnlich. Speedfight 1 sieht halt, ja, beim 2 haben sie schon einiges noch verbessert, im Gegensatz zum 1er, aber im 1er hat es angefangen. Ja, da gab es eine luftgekühlte Variante und eine wassergekühlte Variante. Ich habe auch die luftgekühlte Variante. Der Unterschied zwischen der luftgekühlten und wassergekühlten Variante ist ja logisch. Die wassergekühlte hat mehr Leistung, kann mehr Leistung rausholen, hat auch ein PS mehr oder so. Und die luftgekühlte Variante, da haben sie auch ein bisschen gespart hinten, haben sie eine Trommelbremse verbaut, bei den wassergekühlten Modellen eine Scheibenbremse. Aber ich würde sagen, bei Rollern ist es egal, Hinterradbremse, Trommel oder Scheibe macht den Braten auch nicht mehr heiß. Vorne ist halt wichtig, dass man vorne eine gute Bremse hat. Ja, Speedfight 1, das kann man dazu sagen. 1997 waren noch die 50er, also die Zulassung mit 50 km/h. Und jetzt ging sogar bis zum Speedfight 2, bis einschließlich 2002 durften die Roller 50 km/h fahren, danach 45 km/h. Ja. Vom Speedfight 1 und 2 die Leistung, also bei der luftgekühlten Variante, beträgt 4,2 PS und die wassergekühlte hat 5, um die 5 PS, sogar über 5,1 oder so. Also grob gesagt, wie gesagt, 1 PS mehr. Und ja, was kann man noch so sagen? Tankinhalt 7 Liter. Normal, also recht groß. Sagen wir groß. Klein ist nicht groß. Und Gewicht halt. Die luftgekühlte Variante ist 1 Kilo leichter als die wassergekühlte Variante. Also die luftgekühlte wiegt 95 und die wassergekühlte 96. Ja, dann, das war das Speedfight 1, aber die Motoren sind ja 1 und 2 identisch. Beim Design haben sie schon einen Schritt nach vorne gemacht beim Speedfight 2, der den Speedfight 1 abgelöst hat. Ja. Der Speedfight 2 hat einen stehenden Zylinder und ja, Besonderheit am Speedfight 2 war, dass er halt eine Vorderradaufhängung hat als Einarmschwinge, also eine Singlearm. Das hat den Speedfight 2 irgendwie auch besonders gemacht. Design finde ich den von allen Speedfights von 1 bis 4 am schönsten und er ist besonders, genau wie im JetForce. Der JetForce hat die Zentralfeder und also in der Mitte. Und das macht den Roller auch besonders. Und der Speedfight 2 hat halt die Einarmschwinge, ja, die halt beim Fahren, bei Löchern ziemlich gut dämpft und allgemein eine ziemlich coole Federung hat. Das macht ihn besonders. Das haben sie beim Dreier schon beispielsweise weggelassen. Ich bin kein Fan vom Dreier. Haben wir gezielt auch, wollte unbedingt den Speedfight 2. Also ich finde persönlich den Speedfight 2 am schönsten und am besten, aber das ist nur meine Meinung. Ja, da gab es auch viele Versionen, Rallye Victories, WRC Edition vom Speedfight 2. Ja, da haben sie auch eine Weile lang gebaut, den Speedfight 2 bis einschließlich 2009. Dann kam der Speedfight 3 auf den Markt. Ja, beim Speedfight 3 gab es halt noch ja, den luftgekühlten und wassergekühlten Motor, logisch. Und der hat einen Tick mehr Leistung, 0,1 PS mehr Leistung als der Speedfight 2, die Zweier Modelle, und es gab noch eine Viertakt-Variante. Ja, Tankinhalt ist auch ein bisschen gewachsen, auf schon 7 auf 8 Liter, und ja, ist ein bisschen schwerer geworden, das Ding.
Also um die 4 Kilo schwerer als der Speedfire 2. Ja, ich persönlich finde den Speedfire 3 nicht so ganz so toll. Hinten sieht er für mich aus, meiner Meinung nach, wie ein China-Roller. Und die Speedfights, also die Zweier-Modelle wurden davor, glaube ich, bis endständig 2009, bin mir nicht ganz sicher, 2009 oder 2010, wurden ja, glaube ich, haben die Peugeot-Roller ja in China hergestellt. Davor haben sie ja in Frankreich hergestellt. Das weiß ich. Ja. Beim. Ja, gut. Speedfire 3. Ich bin kein Fan davon. Von dem Speedfire 3. Irgendwann wurde der auch abgelöst und 2015 kam der Speedfire 4 raus. Da haben sie sich wieder orientiert an die früheren Modelle. Also er wurde runder. Der 3er war ja relativ eckig geschnitten, was mir persönlich nicht so gefällt. Und der 4er ist halt wieder etwas runder gestaltet. Ja. Ich persönlich finde den 4er nicht ganz so toll. Den 3er sowieso nicht. 3 ist okay, aber ich persönlich wollte unbedingt den Speedfire 2 und habe mir den Speedfire 2 gekauft. Und die WRC Edition ist sowieso schwierig jetzt noch zu finden. Ja, 4 Generationen gibt es von Speedfire. Könnt ihr gerne schreiben, was, welchen Speedfire findet ihr am besten? 1er, 2er, 3er oder 4er? Ich persönlich finde den 2er WRC am schönsten, deswegen habe ich mir auch, wollte ich auch den Speedfire 2 am besten in WRC Edition und habe ich mir gekauft. Ja, das war's zum Video. Könnt ihr gerne Kommentare schreiben und das war's. Bis zum nächsten Mal und ciao.